Es ist ganz interessant, dass das, was du vorhin gesagt hast, das bewahrheitet sich auch. Sie hat gesagt, sie hätte Probleme mit dem Takt, sie hat Probleme im Trab und das kann man jetzt auch sehen. Aber das liegt einfach daran, dass die Grundrittigkeit, dass das Vorwärts-Rückwärts, dass das noch nicht richtig funktioniert. Und bevor du jetzt Schulter herein und Traversalen reitest, kannst du erstmal besser auf den Zirkel arbeiten und lässt dein Pferd, so wie du das jetzt gemacht hast, das hast du prima gemacht, Ina, ja, so ein bisschen übertreten lassen und so ein bisschen mehr innere Zügel, ein inneres Bein und loben, loben jetzt. So, genau so. Und dann wieder zurück. So, so ein bisschen, so, so, ja. Und so ein bisschen tiefer eingestellt. Genau, bloß nicht so, genau, da ist das Pferd gut im Genick. Jetzt hast du eine gute Anlehnung. Jetzt kontrollierst du deine Hände, lass dir deine Hände schön zusammenstehen, lass den Ellbogen angelegt, weil du kannst deine Hand nur über den Ellbogen kontrollieren. In dem Moment, wo der Ellbogen wackelt, wackelt auch die Hand. Deswegen drückst du den linken Ellbogen am Oberkörper ran, so, da lässt du die Hand ein bisschen stehen und dann versuchst du mal ein bisschen zu versammeln. So, und lass die Ellbogen ran und genau, so, und jetzt locker lassen. Und locker lassen, ah, genau, so, ja, prima. Okay, so, so, und so hast du das Pferd auch so ein bisschen von der ganzen Halshaltung besser eingestellt. So, das machen wir noch einmal von der anderen Hand. So ist gut, Ina. So, und dann kommst du direkt wieder hier bei mir auf dem Zirkel. Ja, kein Problem, kein Problem. So, so, ja, ja, richtig so. Sehr gut. Jetzt gehen wir noch einmal auf den Zirkel und jetzt machen wir das gleiche Spielchen. Jetzt gehst du über den Ellbogen, den legst du am Oberkörper ran, damit du die rechte Hand auch ruhig stehen lassen kannst. So, und nimm den Kopf nach rechts, nimm den Kopf nach rechts, egal was passiert. So, und versammeln, versammelte, versammelte. So, ja, ja, und klopfen. Prima, genau. Und das machst du nochmal. So, den Ellbogen ran, versammelte, 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 jo, 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 dran, bleib dran, genau, so abklopfen. Gut, und nochmal. So, ja. Aber ich finde das ganz interessant, wenn man auch sieht, wie das Pferd so ein bisschen nervig wird jetzt, ne? Der Tritt wird kürzer, das Pferd ist selbst auch ein bisschen unsicher, sagt, was passiert jetzt? So, jetzt mal einmal abklopfen, abklopfen mal. So, und in dem Moment, wo du vorgehst und das Pferd abklopft, sieht man, wie das Pferd auch in eine andere entspannte Haltung geht. Und da komme ich wieder darauf zurück, weil viele Dinge wiederholen sich ja. Ob ich da mit einem 3-Jährigen dran bin oder mit einem 16-Jährigen, ist immer wieder das Zusammenspiel zwischen Anspannung und Entspannung. Das muss man üben, ja. Mal einmal ein bisschen anspannen, etwas entspannen. So, und das muss man immer im Rahmen des Möglichen machen, ohne dass man das übertreibt. So, ja, jetzt mal wieder ein bisschen zurückführen. So, zurück, zurück. Zurück, so, ja, ja, ist nicht schlimm, bleib dran, Rechtsstellung, Rechtsstellung, so, ja, Rechtsstellung, so, ja, rechts, rechts, so, genau, und klopfen. So, prima, okay, jetzt mal durchparieren zum Skiritt. Okay, mal Züge lang. Gut, okay, wir wollen das Spielchen jetzt nicht übertreiben. Ich will nur mal zeigen, was gibt es für einen Weg, wie kann man jetzt da hinkommen, um das alles unter Kontrolle zu kriegen. Was ich natürlich zu Hause auch immer ganz gerne mache, das ist, wenn ich schon ein Problem mit dem Pferd habe und ich will etwas ausdiskutieren. Das Schlimmste ist, sie wollen etwas ausdiskutieren und das Pferd gewinnt. Das ist ganz schlimm, ja. Weil das wird er nie vergessen. Er sagt, oh, es gibt eine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, mich den Reiter zu entziehen. So, dann gehe ich hin zu Hause und ich mache da einen Martingall drauf. Ein Ringmartingall. Weil mit dem Martingall bin ich viel stärker. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, den erstmal unter Kontrolle zu kriegen. Und wenn ich den unter Kontrolle habe, dann kann ich das Martingall auch wieder weglassen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn Sie etwas ausdiskutieren mit einem Pferd, und sie kommen nicht zum Punkt und der gewinnt das und sie verlieren das, dann baut der sich natürlich auf, aber sie werden unsicher, weil sie sagen, oh mein Gott, ich kriege das ja nicht hin. Ja? So, deswegen ist es ganz wichtig, dass sie das auch richtig klären und in Ruhe und dann ist das auch geklärt, das Ganze. So, also ich kann mir jetzt im Trab, Ina, musst du das mal so ein bisschen so auf den Zirkel erstmal Kontrolle kriegen. Und wenn du auf dem Zirkel dieses Übertreten hinkriegst, ja, dass du dieses Vorwärts, Rückwärts und dass die Stute das besser akzeptiert, ja, dann würde ich wieder geradeaus gehen, Schulter rein und in den Traversalen gehen. Aber da würde ich in nächster Zeit erstmal so ein bisschen
dran arbeiten. Und im Übrigen gefällt mir das Pferd sehr gut. Das ist ein Top-Pferd, ist das. Aber wie das eben so mit allen guten Pferden ist, die wollen auch dementsprechend, haben sie auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil das kann natürlich auch ins Gegenübergestellte ausschlagen und dann sagen, aha, nee, wir sind hier der Boss und der Reiter ist nur der Beifahrer. Und ja, dann haben sie nachher verloren. So, jetzt wollen wir mal galoppieren. Im Galopp klappt das ja besser. Und dann wollen wir mal einfach gucken, bei zwei Wechselreiten, mal gucken, wie das aussieht.